Hallo und willkommen zurück zu Jagged Alliance 3. Wir hatten zuletzt das Wassergrab gemacht. Da waren noch ein paar verseuchte Typen, aber da haben wir jetzt quasi die letzte Probe durchbekommen. Wir werden jetzt mit denen zurück nach Chalet de la Paix oder so paddeln. We're on our way. 18 Stunden. Und dann werden wir hier diese Gruppen quasi zusammenschließen. Wir werden in diesem Teil dann vor allem Dingen aber hier diese Umgebung erkunden. Und hier hatten wir ja auch noch diese Voodoo-Quest. Und da sollten wir im Westen wegen irgendwelchen Steinen oder was gucken. Können wir mal gerade hier in den Notizen schauen. Grimerdorf, da müssen wir halt noch ja, die platt machen. Wo haben wir das denn hier? Morde von Teddybären, Zwillingsgut, ja, das ist alles was anderes. Das hier. Hinweis, unter einem Stein wirst du finden, was du suchst. Seltsame Dinge geschehen in den Wäldern westlich von hier. Zwei Menschen kennen mein Versteck, ich und die Schweinefrau. Da konnten wir noch nichts machen. Drei Augenpaare blicken dorthin. Tagebuch ist nicht im Dorf. Folge der untergehenden Sonne. Da... weiß ich nicht genau, was das uns sagen soll. Wir werden auf jeden Fall, vor allen Dingen auch die Reihenfolge und so macht wahrscheinlich dann auch noch einen Unterschied. Wir werden auf jeden Fall sowieso alle Zonen, die hier direkt angrenzend sind, die werden wir jetzt mal erkunden und dann schauen wir mal. Ich habe auch schon mal geguckt, wie das mit den Schlafenszeiten wieder ist. Also da müssen wir jetzt auch ein bisschen improvisieren. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. So, also auf geht's. Plim plim. Alpha-Trupp ist angekommen. Genau. Und der darf bis dahin reisen. Sure. Dann muss er rasten, denn dann wird er exhausted. Und die sind noch auf dem Weg. Die kommen jetzt an. If I say I will be somewhere, then that is where I will be. Und den Sektor werden wir uns dann auch als erstes anschauen. Es kann aber eben sein, dass wir dann hin und zurück müssen. Aber müssen wir mal schauen, wie wir das angehen. Sir. Wir werden hier sowieso Livewire abstellen müssen, weil die nämlich einen Schritt weiter exhausted wird. Und wir haben hier die Thors magische Pillen eben nicht. Squad, move out. Okay. Understood. We shall go. Okay, das könnte auch schon so ein... vielleicht auch nicht. Drei schauen dorthin. Nicht, dass das hier diese Figuren irgendwie sind. Ja, die stehen ja überall. Okay. Vielleicht sind hier irgendwo ganz markant drei Figuren da irgendwo stehen. Alright. Let's go, people. Da liegt auf jeden Fall ganz markant eine Kiste rum. Die können wir aber noch nicht einsammeln. Doch, die können wir einsammeln. Affirmative. Locked. I could try to jimmy it, but we could just blow it open. Blow it open klingt gut, können wir aber nicht. Ja, wir haben eben hiermit keinen Dietrich. Den werde ich direkt mal wegnehmen. Sounds good. All right, we're moving out. Naja, also da wäre eine Kiste, die wir aufsperren müssten. Let's make tracks. Ob die jetzt relevant sind? Hier haben wir drei. Ne, ist noch vier. Lay in rubber. Sure, boss is around. Der sieht aber so besonders aus. Zynismus-Vorteil. Was zum Teufel ist das? Damit spielen wir besser nicht herum. Okay. Und wenn ich aber will. Zynismus. Ja, yeah, okay. Ready to roll. Vielleicht weil er Psycho ist. Sehr seltsam.
Okay. Nails here. You're the boss. A wise plan. Sehr weise. Und damit haben wir hier auch schon die Zone quasi erkundet. Aber da ist eben noch was zum Aufschließen. So, aber jetzt wird es hier ein bisschen... Ja, so kompliziert wird es jetzt hier nicht. Wir haben hier den Vorteil, dass Livewire sowieso quasi nichts im Inventar hat. Die müssen wir nämlich jetzt mal zurücklassen. Die wird müde und wir wollen mit den anderen auf jeden Fall weiterreisen. Jetzt hat die aber... Genau. Die Livewire ist jetzt hier. Die hat aber diesen Kram mitbekommen. Das will ich aber jetzt nicht. Das geben wir eben der Hauptgruppe, sage ich mal. Kann ich da T drücken? Großer Wald. Na, okay, da haben wir alles mitgenommen hier. Livewire wird schlafen und der Rest wird in den Sektor jetzt weiterreisen. Und die müssten jetzt im Moment dann da ankommen. I'm here, man. Is this where the meeting's at? Ja, hier ist das Meeting. Dann schauen wir uns die Zone an. Dschungel, Flussufer. Ready. Hier sind wir angestrandet. Na gut. Ergebnis, den grünen Diamanten an dich genommen. Ja. Hey, we should check this out. Cool. Follow me. D'accord. On our way. Ja, könnten wieder Minen sein. Da hatten wir noch... das war die Gruppe mit den ganzen Dietrichen. Erfolgreich entsperrt. Ja, das ist eigentlich... Eigentlich ja Quatsch, ne? Die könnten wir auch schrotten. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, das verstopft mir mehr das Inventar, als es hilft. Zumal das massiv Munition verbraucht. We're on the move. Nochmal zu den... Heading out. Deaktivieren mit Vicky. They're just vitamins. Mal hier mit. Cool. Maybe there's some good shit in here. Uralte Tontafel. Gear, I mean. Ja, genau. Nochmal wegen Minen. Clean and sober. Also ich könnte halt rein theoretisch jede Zone immer erstmal sorgfältig mit einem Minenexperten ablaufen. Und okay, dann erst hinterher. Und dann würde ich wahrscheinlich, weil das Ewigkeiten dauert, würde ich das dann wahrscheinlich rausschneiden. Das ist halt auch nicht Sinn der Sache. Deshalb laufe ich halt immer mit dem ganzen Trupp rum. Und dann trete ich halt mal auf eine Mine. Und dann... Das ist halt insgesamt angenehmer zu spielen. Und für euch wahrscheinlich auch angenehmer zu schauen. Und ich brauche weniger zu schneiden. Also, ja. 10-4, we're moving out. Also es hat ja nichts mit Ungeduld zu tun, dass ich auf die Minen laufe. Cool. Weil das... Ja, genau da. Das war jetzt There's Glück, dass ich nicht here draufgetreten bin. Das Problem ist halt einfach, dass die Gruppe, selbst wenn man die Minen findet... Walk in a straight line. Selbst wenn man die Minen findet, also wenn ich zwei On Leute my way ziehe... Moving out. Da ist aber nicht mehr. Wenn ich zwei Leute ziehe, also sagen wir mal so. Let's go, compadres. Ja, und sagen wir mal, der Larry wird jetzt vorlaufen, die Mine finden. Der Texter wird dann da hinterher reinlaufen. Also es macht überhaupt keinen Sinn. This be worth checking out. Let's go. Das war bei Jagged Alliance 1, bei 2 weiß ich nicht, aber bei 1 war es auf jeden Fall besser, weil man einfach diese blauen Flaggen aufgestellt hat. Und sobald da eine Flagge stand, dann wussten die anderen, da ist eine Mine, da trete ich jetzt nicht drauf. Aber... Team redeploying. Na, so weit sind sie ja nicht. Posse moving.
Moving. Ja, also das hier war's dann wohl auch schon. Da ist nix. Ja. Okay, dann... dann reisen wir weiter. Aber auch hier müssten wir jetzt die Gruppe aufteilen. Da bin ich mir jetzt über Flay nicht ganz sicher, ob der auch exhausted wird. Ja. Das ist halt blöd. Ich weiß auf jeden Fall, dass der... Ich meine, der Flay wäre nicht exhausted. Ich weiß auf jeden Fall, dass der Larry exhausted wird. Das heißt, den Larry... Das ist unser Sprengstoffmensch, ja. Den werde ich mal... sagen wir mal maximal gut ausrüsten, damit ich auf jeden Fall weiß, dass da nichts hingerüstet werden muss. Der hat hier auch schon... die könnte man natürlich auch noch ausbauen, aber die... Davon profitiert der Tex eigentlich auch nicht so wirklich. Der Tex braucht eine Waffe, die langsam ist. Wie die hier beispielsweise. Die nimmt er jetzt mal temporär. Oder die hier. Die ist auch gut. Weil der kriegt halt am Anfang diese Gratis-Schüsse, ja. Und da, umso langsamer die Waffe, umso mehr Punkte AP kriegt er ja umgerechnet gratis, wenn man es so sieht. Der Cone darf aber auch nicht zu klein sein. Denn bei der Dragunov beispielsweise kann er damit dann auch nicht schießen. Das nutzt dann auch nichts. Okay. Also die Waffe ist schon ordentlich. Wir können da noch was modifizieren. Da haben wir aber im Moment die Chips nicht für mit der Gruppe. Könnt dem natürlich auch irgendwas geben, was... Ja gut, aber die haben wir, dasselbe Problem haben wir mit anderen auch. Oder wir geben dem das Ding jetzt. Das ist auf jeden Fall fertig. Hier Larry. Larry ist unser neuer Sniper. So. Das Ding war ja auch fertig. Vicky müsste eigentlich wieder, genau, neuen Schrott bekommen. Haben wir irgendwo noch... Das mit dem Reparieren geht halt extrem schnell. Ich glaube, die werde ich sowieso wegwerfen. Ja, die müsste schon die eigentlich reparieren. Na, dann halten wir das erstmal so, bis die das repariert hat. Aber wichtig ist jetzt vor allen Dingen, dass der Larry eine gute Ausrüstung hat, die nicht länger umgetauscht oder anderen gegeben werden muss oder so. So, wir geben mal den ganzen Kram ab. Der hat halt hier noch die Sprengzünder, die kann man sowieso... die auf Zeit-Dinger, die kann man sowieso normal werfen. Da braucht man jetzt hier nichts für. Könnten wir auseinandernehmen eventuell, aber... Okay. So. Dann werden wir den Larry jetzt in eine andere Gruppe packen. Und dann muss ich nochmal dahin, um Sachen in den Stash zu legen. Was? Weil... Der nämlich jetzt hier automatisch die ganzen Truppvorräte bekommen hat, was ein bisschen lästig ist. Kann ich doppelklicken? Ne, kann ich nicht. Also muss ich den ganzen Quatsch darüber ziehen. Ja, würde helfen, wenn ich nicht auf Sachen klicken würde. Wo schon was liegt. Okay. Und die nehmen sich den Kram jetzt wieder mit. Zack. Ja, mit dem Flay müsste ich eigentlich auch schauen, ob der nicht auch in so einer Situation ist. Ich mach mal kurz einen Schnittmoment. So, ich habe mal kurz gecheckt. Also Flay wird nicht müde. Dann können wir mit denen... auch direkt weiterziehen. Und ja, der Larry wird jetzt hier quasi rasten. Okay, dann gehen wir weiter.
Das ist der Angriff hier auf der linken Seite. Da haben wir einen Veteran und einen Elite verloren. Okay. Und weiter geht's. Und dann kämpfen wir mal. Das ist die Patrouille da unten, glaube ich. Das Team sollte weniger als 50 Schaden im Konflikt erleiden. Ja, okay. Wir haben natürlich jetzt nur eine Vierergruppe. I have an idea that will only seem wise in retrospect. Trust me. Prefer to just walk. At least one dumbass spotted. Ja, wir haben natürlich mit der Gruppe auf jeden Fall nicht die beste Ausrüstung. Also. This plan sucks. There's no way they ain't gonna see me. I'll do it as quiet as I can. This sneaky shit ain't my style. My approach will go unnoticed. Die sind aufeinander gespawnt erstmal und dann auseinandergelaufen. This body weren't made for no damn sneaking around. Sind nicht so die Sneak-Freunde. Low and slow. May the spirits hide me from the opposition. Wir haben halt genau eine Granate mit Meltdown. I'll do it as quiet as I can. Moving undercover. Das sind schon viele. May the spirits hide my footfalls. This plan sucks. Prefer to just walk up and kick their teeth. Also die zwei da oben sind weggelaufen. Die müssten wir dann als erstes aufhalten. Ich meine, da wären zwei weggelaufen, bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Ja, okay. Die machen wir auf jeden Fall als erstes platt. Dr. Q. Wir müssen halt weit genug von denen weg sein, sonst locken wir die auch an. Mach mal so. Stealth Mode. Old Len will sneak up on him. Going low and slow. Wahrscheinlich ist es sinnvoller, wenn wir hier ganz schnell in... Ne, gesehen. Aber ich glaube, wir sind weit genug von den anderen weg. Jetzt ist man aber natürlich trotzdem ballern. Da haben wir okay, der ist schon schwer verletzt. Watch me put this one down like a sick dog. Okay. Beine sind noch immer aktiv. Let's go, people. My approach will go unnoticed. Nehmen wir mal einen, den Nails, den stellen wir jetzt mal da ab. My approach will go falls unnoticed. Sie diese. Heading out. Da, falls sie da nochmal Wellen hinschicken sollen. Look at this dweeb over here. Nails here. Was? Laying rubber. Hm. You got my undivided attention.
Ist der im Stealth? Nails here. Nein, er ist im Stealth. May the spirits hide me from the opposition. Da unten kann man nicht hin. Old Lan will sneak up on him. Moving undercover. Da ist wer? Naja, okay. Going low and slow. We can probably use that. Machete wird benötigt. Okay. There's no way they ain't gonna see me. May the spirits hide my footfalls. Ja. Okay, also hier ist nichts. Wir könnten zwar darüber schießen, aber das ist, glaube ich, ziemlich hoffnungslos. Okay. Die werden jetzt einfach normal rüberlaufen. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir die am besten abschnetzeln. Gotta do this real quiet like. I await your command. Meltdown here. Der Nails hat halt diesen Skill. Der hat mehrere Sachen, die uns hier helfen könnten. Moment. Going low and slow. Der hat alle Teamkameraden greifen das ausgewählte Ziel an, sofern sie in Reichweite sind und für eine Schusslinie haben. Ja, das können wir mal ausprobieren. Bei dem hier, der bewusstlos verursacht, ja, damit tötet man aber halt natürlich dann erstmal niemanden. Und der hat halt aus irgendeinem Grund, ne? Also der hat das hier, obwohl der hier eigentlich nicht die Voraussetzungen erfüllt. Also weder, doch die Kraft hat er, aber die, der hat halt hier nur einen, nur zwei Perks, eigentlich müsste man drei haben. Nach einem Kill aus der Nahdistanz inspiriert. 30% zusätzliche Crit-Chance. Ja. Okay. Moving undercover. Also müssen wir mal schauen. Aber die Gegner, die wir jetzt gekillt haben, das waren halt wirklich Anfängergegner. This body weren't made for no damn sneaking around. Stealth Mode. Old Lan will sneak up on him. Naja, der eine Sanitäter ist natürlich blöd. Going low and slow. Going low and slow. This sneaky shit ain't my style. Am besten wäre es halt, wenn die alle zusammen wären. Prefer to just walk up and kick their teeth in. Entweder alle zusammen oder sehr weit voneinander getrennt. Aber so, das ist maximal schlecht. May the spirits hide my footfalls. Naja, probieren wir es so eventuell. Old Lan will sneak up on him. So. Jetzt nehmen wir Meltstone. The opposing force is close enough to touch. Ready to roll. Dann können wir hier aber, Moment, ne, den nehmen wir nicht. Machen wir den. Ach, das ist Gefahr. I await your command. May the spirits guide my hand. Okay, die kriegen einen Unterbrechen-Angriff dadurch. Da stehen meine jetzt zu nah zusammen. What's on your mind, Scooter? Okay. Der kann jetzt auch nicht mehr weg.
Ich glaube, der Unterbrechenangriff, der kommt noch, bevor wir den Angriff durchführen können. Messer werfen. Ach, dafür muss der unbewaffnet sein. Ich probiere das jetzt mal aus. Ja, bewusstlos. Dann wechseln wir. Er steht dann wahrscheinlich in der nächsten Runde wieder auf. Bewusstlos. Nicht in der Lage, irgendwelche Aktionen durchzuführen. Okay. Das hätten wir, aber der wird wahrscheinlich dann auch zurückschießen, hier der Typ. Der würde jetzt den dahinter auch noch treffen. Wir gehen... Wie viel kostet ein Schuss? 5. Das heißt, er kann theoretisch sogar 2 umpusten. Wenn er den töten sollte, das müsste gehen, dann wird er inspiriert. Suck my exhaust, Dweeb! Blutdurst. Das funktioniert aber nicht. Das ist zu wenig. Orders. Okay. Dann. Nails here! Ja, das passt natürlich gerade so nicht. You got my undivided attention. Das kostet 10 Aktionspunkte. The hell you want? Easier than shooting beer bottles. Order schwach. Dann machen wir das. Dann gucken wir mal hier. Bams. Okay. Stop it, man! They don't call me Nails for nothing. So. Der kann auch nur einmal schießen. Der geht auf Seite. Probability of success is high. Okay, und dann haben wir den... Aua. Ach, die Blutung ist da, okay. Sir? Den Len haben wir jetzt noch. Unter meiner Führung. Er hat keine... Ne, müsste eigentlich alle haben, Sicht haben. Ja. Das war aber nicht so wahnsinnig. Ach, der hat den eigenen angegriffen. Okay. Meltdown hier! Aber das war natürlich trotzdem nicht optimal. Weil der... Okay. Ja. Nee, da müssen wir uns das anders überlegen. Also mit den... mit diesen Zurückschießtypen ist es halt blöd. Für unsere schlecht ausgerüstete Vierergruppe ist das vielleicht dann doch nicht ganz so optimal. Aber wir probieren mal noch was aus. Wir könnten da mal wen hinstellen. Oder wir machen das tatsächlich so, dass wir von da aus rüber snipern, wenn das geht. Going low and slow. Old Len will sneak up on him. What is your wish? Ja, das müsste theoretisch gehen. I am but a dream in a slumbering world. Okay. This sneaky shit ain't my style. Gotta do this real quiet. Der muss vorne hin. Damn! I think I ripped my pants. So. May the spirits hide me from the opposition. Und dann werden wir das jetzt hier mal probieren.
Da müsste aber jetzt erstmal einer in die Nähe laufen, damit der eine halbwegs vernünftige Chance hat. Weil das hier ist auf jeden Fall viel zu weit. Der Sanitäter ist an sich unnötig. The opposition's inattentiveness will be their downfall. Aber ist halt auch noch zu weit. Der ist gut, der Scherge. Ja. Hallo? The enemy will not expect this. Okay. Der ist aber noch in Tarnung. Dem sollte eigentlich nichts passieren. Da geht mal hier noch ein Stückchen weit weg. Und die anderen. These dweebs can't hit me. Die. So. You will pay for it, dogs. Now it is us that will bring the pain. Wissen jetzt wahrscheinlich eben nur, wo der Schuss herkam und laufen jetzt zu uns rüber. My approach will go unnoticed. Mhm. Das ist aber zu weit. Das sollte noch klappen. Ja, gehen wir mal mit dem. Also da wird jetzt keiner mehr hinlaufen. Wir gehen jetzt mit dem da hoch. May the spirits hide my footfalls. Gotta do this real quiet like. Da haben wir auch noch schön Deckung. Duh, damn, I think I ripped my pants. This sneaky shit ain't my style. Hitting the deck. So. Find a good position. Umso stärker die sich trennen, umso besser für uns natürlich. Going low and slow. Weil jetzt können wir sie verhältnismäßig einzeln abernten. I am but a dream in a slumbering world. Also entweder immer zusammen oder komplett auseinander. I am but a dream in a slumbering world. So, der legt sich hin. Ja, die Chance ist jetzt nicht super gut, ne? Aber. Und der ist sichtbar geworden. Die anderen sind aber jetzt alle noch getarnt. Und ich vermute mal, dass die jetzt zu dem hinlaufen wollen. What is your wish? Prefer to just walk up and kick their teeth in. Mhm. Und mit dem. Ja gut, die werden sowieso alle laufen. Also dieses Festnageln ist so ein bisschen. Nee, ein bisschen sinnlos. Also ich weiß nicht, ob es jemals eine Situation gab, wo das sinnvoll gewesen wäre. Klar, wenn die hinter einer Deckung sind, und man wirklich nicht dahin kommt, aber naja. Okay, wir könnten mit dem halt noch ein Stück näher ran. So. Sanitäter! Die Frage wäre jetzt, ob die zu denen hinlaufen oder ob deren Befehl noch ist, da weiterhin zu laufen. Ob die jetzt die KI anpassen, weil die gesehen haben. Ich glaube nicht. Oh, den dahinter auch noch getroffen. Oh, der. Was zur Hölle? I await your command. Okay, also der muss auf jeden Fall den umpusten.
Was zur Hölle? Dr. Q never fails to impress. Mhm. Orders. Okay. Dann. Ready to roll. Nehmen wir die erstmal. Watch me put this one down like a sick dog. Jawohl. It's just not a day's work until someone dies. Hey, dumbass! I told you I needed ammo. Now look what happened. Okay. Ja, da haben wir natürlich auch jetzt hier nicht die Gruppe für ausgerüstet. Artisbewegung. Der macht erstmal. Naja, der muss eigentlich dringend weg. Deshalb sollten wir uns auch auf den konzentrieren. Das ist sowieso ein Sanitäter, der ist eigentlich wurscht. Okay. Weg. Not bad, man. Not bad at all. Okay, und dann machen wir. Ich weiß nicht, was der jetzt noch anstellen will. You want something? Orders. Vielleicht läuft er zu mir hin, aber. I've got a clear shot. Das versuchen wir jetzt mal. Ja, okay. Kann sich selbst verarzten. Fuck. Vielleicht macht er das auch. Down to one target. Let's finish this. Okay. Ja, versenkt. Na gut. Sir. Gut, gut. Squad, move out. Also, good. Hier haben wir noch. We need more equipment. Okay, haben wir zumindest zwei Schuss. Und wir haben so ein Ding bekommen. Super. Okay. Da hätte ich natürlich auch noch mitschießen können. Das habe ich dem Dr. Q abgenommen. Ja, dem hatte ich das Messer gegeben. Okay, dann kann Meltdown das Teil haben. Mhm. Ja, passt schon so. Das hier wird sowieso dann auch verschrottet, wenn die mal weiterkommen. Okay, aber die Zone, die haben wir ansonsten. Da war jetzt nur noch der eine Busch, den wir umhacken können. Ah, da liegt noch eine Leiche. Okay. Aha. Schön, schön. Ach, Quatsch. Das kommt da rein. Wir haben genau nichts an Inventar. Hatte ich nicht jetzt diese Schrotflinte? Vorhin da rein. Da ist die Schrot, okay. Ja, ich verschrottet, aber ich wollte nur wegen der Schrotflintenmunition, ob die rausgekommen ist. Okay. Ne, passt. Dann sind wir hier auch bereit. Also, die sind jetzt hier in der Zone angekommen. Das haben wir auch erkundet. Wir könnten jetzt innerhalb von 4 Stunden darüber. Das ist aber viel zu schnell. Die anderen brauchen noch viel länger. Deshalb werden wir jetzt hier uns noch eine Zone anschauen und dann wieder zurück. Das sind dann 4, 8. Ne, das ist sogar. Doch, das sind auch 4. Das ist sogar eine Straße. Die nutzt uns nichts. Wo ist denn der Helm? Das ist der hier. Die brauchen noch 10 Stunden. Ja, ist besser als da 6 Stunden rumzusitzen. Allerdings könnten wir auch mit Len trainieren. Der hat Treffsicherheit 84, der hat nur 60 und die hat 83. Ja, das ist jetzt auch nicht so super produktiv. Naja, dann machen wir den hier auch noch. Sure, boss is around. Okay. Weiter geht's.
Der ist angekommen. Kontrolle über großer Wald. E12. Der Trupp ist angekommen. Ah ja, das sieht nach einem Schamanenwald aus. Regen und Nacht. Und da sind Hyänen. Follow me. Going undercover. Zoophobia, gab's das auch noch? Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Der hatte Klaustrophob. Like a cowboy ninja. Sind das gute Hyänen? Das sind drei, die um einen Baum gehen. Vielleicht ist das eins dieser... Naja, okay. Wir brauchen eine Machete. Der hat eine. Kräuter haben wir auch noch. Easy and quiet. Wir haben natürlich jetzt unseren Sprengstoff-Experten nicht mehr dabei. Creeping up on the rustlers. Yemon, quiet like. Wir sind aber nicht in die Luft geflogen. Okay. Mhm. Swoop. This is how I approach the king. Moment, haben wir hier noch was? Ich glaube, die Hyänen, die sind nicht feindlich. Das ist irgendwie so eine Questgeschichte. Wir sind ja jetzt hier im Westen von der Stadt, also es kann gut sein, dass das das ist, was wir uns angucken sollten. Der Saft vom Baum macht die Tiere verrückt. Na, jetzt haben wir sie doch als Gegner. Yes? Das Problem ist halt, dass sie super weit laufen können. Ready. Merde. I fear my head. She will be mounted on someone's walls. Wir laufen komplett zurück und dann gucken wir mal, ob wir mit Overwatch da irgendwie klarkommen. Gratisbewegung. Den sollten wir umpusten können. Wild Animal is down. Mhm, der ist auch fast tot. Yes. Ready. Wechseln. Ne, Moment. Also wir haben jetzt hier noch zwei, die könnte man natürlich erschießen, aber die anderen haben eine verhältnismäßig, besteht eine verhältnismäßig hohe Chance, dass die uns dann hören. Da ist auch ein Schalldämpfer dran. Wir gehen erstmal zurück. Great shot from here. Fast tot nur. Okay. Hm. Ist aber in Ordnung. Der geht zurück. Yes. Die darf eigentlich gar nicht schießen. Und der wechselt und macht Run and Gun. Der würde da hinten dann auch noch drauf schießen. Ach, jetzt pullt er den. Das ist echt eine ungünstige Mechanik. Okay. In my sight. There's a cowboy ready. I made this shot 100 times in movies. Ja, die werden aber jetzt zerfleddert werden. Also da sehe ich jetzt nicht, wie das funktionieren soll. I'll be strolling. We read you 5x5.
There's a cowboy. Wir haben zwei Leute, die auf den schießen können, aber der kann wahrscheinlich in derselben Runde hinlaufen und angreifen. Ich glaube nicht, dass wir den getötet bekommen. Oh, doch. Ja, genau. Das ist der. Okay. Ah, das war noch okay. Yes. Target locked. Mystery. Okay. Hostile animal in the area. Na, da ist noch so eine blöde Hyäne. The prey will not see me. Creeping up on some rustlers. Creeping up on some rustlers. Like a cowboy ninja. It would be good ambush on a rustler. I would sneak up on a rustler's partner. Hmm? Quiet now, partner. So, was haben wir denn hier? There's some loot in here. Metaviron? Ah ja, ist das ein Metavira-Baum? Das ist eine Kugelscheuche. Let's go. Okay. Die nehmen wir auch noch mit. Posse moving. We're on the move. We be strolling. Heading out. Let's go. Next. Team redeploying. Follow me. Order received. We can use this. Ich weiß aber jetzt auch nicht, was mir das hier als ob mir das hier irgendeinen Tipp gegeben haben sollte. Also, vielleicht deutet der nach Süden Let oder us get so. This safari movie. Moving. Naja. We go there, partner. C'est parti. Okay, gucken wir mal in die Quest. In Wäldern westlich von hier. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Let's move. Keine Ahnung, was mir das sagen sollte. Also ja, es war total seltsam, was hier passiert ist, aber... D'accord. Ich wüsste jetzt nicht, wie mir das hier weiterhelfen. Ach so, nee, das ist ja noch im Nordwesten. Na gut. Dann, ja, also da ist ja jetzt nichts, ne? Dann reisen wir hier weiter. Très bien. Und dann kommen die als nächstes an. Site reached. Und dann müssen sie halt wieder zurücklaufen. Sir. Laying rubber. Ah, hier könnte es natürlich sein, dass da Krokodile sind. Die würden wir wahrscheinlich mit der Gruppe... Naja, einzelne könnten wir noch platt bekommen. Heading out. Aber bei Krokodilgruppen würde es kompliziert werden. Affirmative. You're the boss. Sounds good. The spirit of this beast has been twisted and poisoned. What is your wish? Eigentlich braucht der Q ja eine freie... Moment, hat der hier dann eine freie Hand?
Ne. I shall go. Krokodil bewusstlos geschlagen. The enemy is in the open. Naja, einen bewusstlosen Gegner und dann noch daneben geschossen, ist sehr heldenhaft. Damn, I hope there's a lot of blood. Da ist noch ein anderes Krokodil aufmerksam geworden. What's on your mind, Scooter? Okay. Nails here. Hope you got a plan, Scooter. You got my undivided attention. Heading out. I've got a clear shot. Ja, das war ja jetzt nicht so toll. Oh. The opposing force is close enough to touch. The hell you want? Machen wir mal alle da drauf. Was? This assault on my flesh will heal. Ist der dadurch jetzt näher gekommen oder? May the spirits guide my hand. Ich glaube, die Reichweite. Also, der steht wahrscheinlich daneben, obwohl da. Ja, genau. Das kann man halt hier kein Stück sehen. Dann machen wir nochmal. Ja, das ist natürlich ein bisschen. Ja, okay. Ein bisschen doof. Sure, boss us around. Laying rubber. Sounds good. We will comply. The hell you want? Mhm. You want something? Ah ja. An diesem Knochenhaufen ist irgendetwas unnatürlich. Eine gründliche Suche offenbart einen verborgenen Schatz darunter. Okay. A wise plan. If that is your wish. So. Got some kind of spooky critter over here. Down up, everyone. Okay. Hauling ass. Understood. Affirmative. Let's make tracks. So, dann gucken wir aber mal, ob wir die tot bekommen. Also, das sind jetzt andere zwei, glaube ich. Being quiet ain't my strong suit. There's no way they ain't gonna see me. Zwei Krokodile. I'll do it as quiet as I can. Damn, I think I ripped my pants. Prefer to just walk up and kick their teeth in. Gotta do this real quiet, like. This body weren't made for no damn sneaking around. May the spirits hide me from the opposition. Gotta do this real quiet, like. This body weren't made for no damn sneaking around. Prefer to just walk up and kick their teeth in. I am but a dream in a slumbering world. So? The opposition's inattentiveness will be their downfall. Ja. Ah, wie kann man denn da immer daneben schießen? Ich habe wieder vergessen, dem die Waffe wegzunehmen. Probability of success is high. Ja, der hat natürlich jetzt zwei. Das wird er nicht überleben können. Mm-mm-mm-mm-mm.
Schwer verletzt. I'll do it as quiet as I can. Granate! I don't know what it was, but it's dead now. Yeah. The spirit is calm. The body is capable. Dann machen wir den. Victory and defeat can occur at the blink of an eye. Still, it is better to be winning than losing. Ja, bisher war das mit diesem Gruppenangriff nie so super überzeugend. Nee. Naja, das... Was? Habt ihr da irgendwas am Rücken? Der ist in Panik geraten. In Panik! Bis zum Ende des folgenden Zuges. Ja, das... Dass der Q aber da auch immer so versagt bei diesen... Ja, aber das ist halt 60 Markenschiff, ist halt nichts. Das machen wir jetzt anders. Da macht der Q, dann kriegt der gar keine Waffe. So. Der Ansatz war, glaube ich, schon gut. This body weren't made for no damn sneaking around. I am but a dream in a slumber. Der muss da rüber. My approach will go un- I will strike from the shadows. Der macht den. May the spirits hide me from the opposition. Zip. Gotta do this. What is your wish? So, jetzt kann der wechseln. Dann läuft der jetzt zum Kroko ran. Greift hiermit an. Damit ist er bewusstlos. Und jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren. Going low and slow. This here newbie's got no idea what's about to happen. Being quiet ain't my strong suit. Dann nehmen wir aber die bessere Waffe. Rather do it face to face. Can see the fear in their eyes. Hey, try shooting the bad guys next time. Ja, aber dem müssten wir natürlich aufpassen, dass wir nicht einen eigenen erschießen. You got it, gehen wir mal darüber. Okay. Aber der sollte eigentlich in dieser Runde nichts machen können. Ja. So, jetzt müssen wir den natürlich erledigen. The hell you want? Easier than shooting beer bottles. Na, das war mal nichts. Der hat zwei Angriffe. Hey, dumbass! Do something useful and get me some ammo! Sounds good. Meltdown here. Ja, doch. You want something? You're okay. The boss. Mal sounds weiter. Good. Been loud my whole life. You expect me to be quiet now? A wise plan. Understood. Da sind die nächsten. Mal gucken, ob das wieder zwei sind. Ja, aber das machen wir auf jeden Fall wieder so. Es scheint nur einer zu sein. Moving undercover. Being quiet ain't my strong suit. Going low and slow. Old Len will sneak up. Und dann bringen wir die unten auch noch, hinten auch noch um. My approach will go unnoticed. Da ist noch ein Boot. This body weren't made for no damn sneaking around. Da ist das erste Kroko.
I am but a dream in a slumbering world. Und da ist das zweite Kroko. My approach will go unnoticed. Man kann aber auch nicht sehen, wo da hinten und vorne ist. Ich glaube, das ist hinten. I am but a dream in a slumbering world. Aber eigentlich müssten wir sowieso. I am but a dream in a slumbering world. May the spirits hide my footfalls. Eigentlich müssten wir sowieso von der Seite hier ran. Prefer to just walk up and kick their teeth in. Oder wir probieren das real quiet like. Der hat auch vier. Ja. Naja, jetzt ist sowieso wach, aber. My approach will go unnoticed. Nee, ist noch nicht wach gewesen. Verfehlt. Mhm. Angriff! Okay. What's on your mind, Scooter? Dann. Der bräuchte da alles, um ranzukommen. Das machen wir anders. Vlup! Running out of ammunition. Okay. Roll. Let's make tracks. Yeah, okay. Ah, da ist auch noch was. Heading out. Laying rubber. We shall go. Das sieht zwar verdächtig aus, aber wir können hier nichts tun. A wise plan. Understood. If that is your wish. Also hier sehe ich jetzt auch nicht, dass wir hier noch irgendwas finden können sollten. Alright, let's go, people. Keine besonderen Squad. Objekte. Ja. Da kommt man nicht hin. Na gut, also die haben das jetzt da auch erkundet. Und dann müssen die wieder zurück. 8 Stunden. Und dann haben wir die da verhältnismäßig gleichzeitig. Die natürlich noch nicht, aber die müssen wir dann nachträglich einsammeln. Ja. Oder die müssen dann gleich noch nachkommen, müssen wir mal schauen. So, dann weiter. Some nice views here. I guess you do see new stuff traveling. Livewire und Larry sind nicht mehr müde. Den Larry, der braucht halt jetzt, weil der da alleine ist, braucht er halt Ewigkeiten, um irgendwo anzukommen. Wenn der allerdings da ist, wird der von... Wobei, die fahren ja sowieso da unten an. Da sollte ja eh keiner mehr vorbeikommen. Also der geht mal darüber, weil das der bessere Ansatzpunkt ist. Und Livewire... Die zieht... Ja, die braucht so lange ja auch gar nicht. Dann geht die dahin. Ja. Okay. Dann sollten die jetzt da sein. Genau. Damit ist es aber erstmal Zeit für einen Schnitt. Da habe ich doch etwas die Zeit mit der Schneiderei verplant. Und dann werden wir uns diesen großen Wald beim nächsten Mal anschauen. Da sollten wir
Für diese Hexe irgendein Kraut finden aus irgendeinem Baum oder so. Und da sollten wir auch diesen Hinweisen nachgehen. Da stand ja was von wegen westlich und ja, also wir werden auf jeden Fall beim nächsten Mal diese ganze Voodoo-Geschichte dann ein bisschen uns näher anschauen und eventuell bekommen wir auch die Gruppen dann zusammen, dass wir da schon mal weiter reisen können und diese hier diese Seuchenausbruch-Geschichte weiterbringen können. Also das habe ich jetzt noch nicht komplett aufgezeichnet. Ich hatte nur hier mich schon umgesehen. Also das werden wir uns dann alles beim nächsten Mal ansehen. Neue Folgen gibt's täglich. Gerne auch den Kanal abonnieren. Ein Hinweis noch an der Stelle, dass auf einem Review-Kanal jetzt das Video entweder schon live sein sollte oder bald live gehen sollte zu dem Patch 1.1.0 und 1.1.1 sowie ein bisschen zu den Modding und den Zukunftsaussichten, die es soweit gibt. Wenn gleich nochmal was im Developer-Stream erwähnt wird, was wissenswert ist, dann werde ich das da auch noch mit dazu packen. Also der Hinweis dazu, das Video findet ihr dann auch entsprechend da an der Seite irgendwo verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen und sage ciao und bis zum nächsten Mal. Bye bye.